Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur vierten Sitzung unseres Seminars Sprache und Diskriminierung, heute zum Thema Stereotype und Vorurteile. Wir werden uns mit der sozialpsychologischen Forschung zu Stereotypen und Vorurteilen beschäftigen. Doch zunächst ein Rückblick auf die letzte Sitzung. Wir haben besprochen das Buch von Kübra Gümüşay, Sprache und Sein, in dem es um die Frage geht, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Und wir hatten uns vor allem mit zwei Kapiteln beschäftigt, in dem es um das diskriminierende Potenzial von typisierenden Benennungen geht, typisierende Benennungen, die sich typischerweise gegen Minderheiten richten, wohingegen Mehrheiten das Privileg haben oder Mitglieder von Mehrheiten, dass sie als Individuen und nicht so sehr als Vertreterinnen von Gruppen gesehen werden. Sie beschreibt sehr schön und sehr eindringlich und anschaulich, dass das unreflektierte Ansetzen, das Verabsolutieren von Kategorien und Beschreibungsmaßstäben sozusagen die Grundlage für Diskriminierungen liefert und dass man schon an dieser Stelle auch in der kritischen Analyse ansetzen sollte. Wenn es also darum geht, wie Sprache unser Denken prägt, dann ist damit eine Fragestellung angesprochen, die auch in der Linguistik bearbeitet wird, in der kognitiven Linguistik zum Beispiel, die aber auch in der Psycholinguistik und in der Sozialpsychologie bearbeitet wird. Und vor allem die Sozialpsychologie wollen wir heute thematisieren. Was ist überhaupt Sozialpsychologie? Es geht in diesem Teilfach der Psychologie darum, sich zu untersuchen, wie psychische Prozesse durch soziale Beziehungen geprägt werden und umgekehrt, wie soziale Beziehungen durch psychische Prozesse geprägt werden. Und als solche psychischen Prozesse werden eben typischerweise benannt Einstellungen, Emotionen und auch Volitionen. Das heißt, ganz grob gesagt, es geht in der Sozialpsychologie um die auf andere Menschen und Gruppen bezogenen Kognitionen, Emotionen und Volitionen. Und Sozialpsychologie ist ganz klassischerweise der Teil der Psychologie, der zuständig ist für solche Phänomene wie Stereotype, Vorurteile und Diskriminierungen. Und das sind so typische Grundfragen, die immer wieder gestellt werden. Wie lassen sie sich überhaupt theoretisch fassen? Welche Ursachen und Einflussfaktoren können wir nachweisen? Und welche Folgen haben sie für Trägerinnen und natürlich besonders auch für die Betroffenen von Diskriminierungen und Äußerungen von Vorurteilen. Es gibt eine Grundannahme, die insgesamt für die Psychologie prägend ist. Wir sagen ja auch, dass man Vorurteile hat. Und dieses Vorurteile haben wird als ein psychologisches Phänomen betrachtet. Und das ist einfach das, sozusagen die methodische Bias der Psychologie, sogar der Sozialpsychologie, dass es immer um individuelle Glaubenszustände geht, um individuelle Emotionen, die irgendwie innerpsychisch verankert sind. Das Problem ist aber, dass wir methodisch ja den Menschen nicht in die Köpfe gucken können. Wir könnten zwar MRT-Aufnahmen machen, das würde aber nichts bringen. Das heißt, Einstellungen wie zum Beispiel Vorurteile können nur und ausschließlich an Manifestationsformen abgelesen werden, wie zum Beispiel diskriminierende Verhaltensweisen oder ganz besonders eben auch Äußerungen. Das heißt, sie manifestieren sich irgendwie sprachlich und es muss davon dann auf die dahinterliegenden Einstellungen geschlossen werden. Und wie macht man das in der Psychologie, die ja vor allem sich naturwissenschaftlich ausrichtet? Es geht darum, dass man dann diese Einstellungen oder Äußerungen, die auf Einstellungen Rückschlüsse erlauben, methodisch kontrolliert hervorlockt. Da gibt es im Wesentlichen zwei methodische Settings, einmal Umfragen und einmal Experimente. Und wir können dann so die Hoffnung, wenn wir das nur oft genug machen und verschiedene Variablen abfragen, dann zum Beispiel den Einfluss von Bildung und so weiter, von Beruf, von Wohnort, von allen möglichen Faktoren extrahieren oder ja, können eben rausfinden, was so die typischen Einflussfaktoren sind dafür, dass Menschen diskriminierende oder vorurteilsbeladene Einstellungen haben und diskriminierende Verhaltensweisen an den Tag legen. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie gleich in die Gruppenarbeit gehen,
dass sie sich mal mit dem Thema Umfragen beschäftigen. Es werden jedes Jahr, vor allem von der Arbeitsgruppe in Bielefeld, von ZIK geleitet, große, große Umfragestudien gemacht, wo die Verbreitung von Vorurteilen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft abgefragt werden. Sie können ja mal überlegen, wie man das anstellen kann und was eigentlich die methodischen Probleme dabei liegen. Forschungsethische Probleme gibt es möglicherweise auch. Mir soll es aber vor allem um die methodischen Probleme gehen. Also Sie können ja schlecht fragen, sind Sie ein Rassist? Ja, also könnten Sie fragen, aber das wird wahrscheinlich wenig bringen. Wenn Sie das bitte gleich kurz diskutieren. Dann hatten Sie zwei Texte gelesen von Boris Maas und von ZIK zu Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung. Und zunächst zum Begriff des Stereotyps. Oder nee, erstmal diese, wie verhalten sich diese drei Begriffe zueinander? Es wird normalerweise so konzipiert, dass Stereotype einfach bestimmte Überzeugungen sind. Was für welche, werde ich gleich noch sagen. Sie werden zu Vorurteilen, wenn sie affektgeladen und vor allem negativ ausfallen. Und sie können dann bestimmtes Verhalten grundieren oder zu bestimmten Verhalten führen, was dann Diskriminierungen wären. Ja? Also wir können es als so eine Art Schichtenmodell vorstellen. Die Überzeugungen sind die Grundlage für die Diskriminierungen, die daraus folgen. Hier sehen wir so ein klassisches Stereotyp, zum Beispiel aus der Fußballberichterstattung entnommen, wenn es hier nach, bei einem Länderspiel bei der Europameisterschaft 2008, dann heißt das zwischen türkischer Heißblütigkeit und deutscher Kaltblütigkeit, es nach 45 Minuten 1:1 steht. Das ist jetzt relativ harmlos, ja, und ist halt so, wie typischerweise Fußballberichterstattung gerade in Länderspielzeiten funktioniert. Das ist seit jeher ein Umschlagplatz für Nationalstereotype. Der Stereotypbegriff ist in der Linguistik vor allem durch Uta Quasthoff ausgearbeitet worden, die diese Definition hier vorgelegt hat. Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als deren Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat die logische Form eines Urteils, das in ungerechtfertigt vereinfachender Weise mit emotional wertender Tendenz einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder abspricht. Linguistisch ist es als ein Satz beschreibbar. Ja, also es ist relativ schematisch vom linguistischen Zugriff, aber das Wesentliche, worum es mir geht, steht in der Mitte, ja, in ungerechtfertigt vereinfachender Weise mit emotional wertender Tendenz wird einer Klasse von Personen Eigenschaften, Verhaltensweisen zu- oder abgesprochen. Das können wir natürlich genau hier am Werke sehen, wenn es heißt, die heißblütigen Türken versus die kaltblütigen Deutschen, was gerade im Länderspielkontext natürlich eine Fremdabwertung, eine Selbstaufwertung auch beinhaltet. Prejudice, also Vorurteil, wird dann typischerweise eben definiert als ein affektgeladenes Stereotyp und vor allem auch negativ wertend. Die klassische Definition von Allport: Ethnic prejudice is an antipathy based on the faulty and inflexible generalization. Also auch hier geht es um Generalisierungen. It may be felt or expressed. It may be directed toward a group or an individual of that group. Also auch hier haben wir diese Gruppenbezogenheit und diese Übergeneralisierung, ganz ähnlich wie es ja auch schon bei Küber Gümüşay Thema war. Die Grundoperation von Stereotypen und Vorurteilen ist eine ganz grundlegende psychische Operation, die unumgänglich ist. Es geht um soziale Kategorisierung. Ja? Wir nehmen also nicht jedes Individuum als vollkommen einzigartig war, sondern immer auch als Vertreter einer Klasse, einer Gruppe. Das betrifft ja nicht nur die Wahrnehmung von Menschen, sondern überhaupt unsere Wahrnehmung ist so gestrickt, dass wir typisieren. Ja, sonst wären wir von den Informationen, die auf uns einströmen, überflutet. Und wenn es eben um Einsortierung von Menschen in Gruppen geht, dann sprechen wir von sozialer Kategorisierung. Und dann bilden sich eben Auto- und Heterostereotype heraus, auf die eigene Gruppe und auf andere Gruppen bezogen. Und in der Forschung wird das typischerweise beschrieben als ein Katalysator von dem, was wir soziale Identität nennen. Sie haben vielleicht mal Irving Goffman gelesen mit seinem Face-Begriff.
In der Sozialpsychologie wäre es Teifel und viele, viele andere, die mit diesem Konzept arbeiten. Was verstehen wir unter sozialer Identität? Es wird definiert als jener Teil des Selbstbildes, das auf der als wertvoll empfundenen Zugehörigkeit zu einer Gruppe basiert. Ja, wir haben möglicherweise ein Selbstbild von uns, was nur unsere rein individuellen, persönlichen Eigenschaften betrifft. Aber natürlich sortieren wir jetzt auch in Gruppen ein, unsere Cliquen, in unseren Kiez, wo wir wohnen, ja, wir Wilmersdorfer, in meinem Fall in Berlin und so weiter. Und das wird auch, da wird auch emotional rein investiert in diese Zugehörigkeit. Und wie können wir so eine soziale Identität ausbilden? Das ist die Grundidee hinter dieser Social Identity Theory, von der Sie gelesen haben. Es geht um Vergleiche mit Outgroups. Ja, also wir können eigentlich oder das Bild, was wir von unserer eigenen Gruppe haben, besonders gut dadurch konturieren, dass wir unsere Gruppe mit anderen Gruppen vergleichen. Und das ist zunächst mal ganz wertneutral gehalten. Es lässt sich aber eben doch die Tendenz feststellen, dass die eigene Gruppe auf und die fremden Gruppen abgewertet werden. Ja? Also die schnöseligen Prenzlauer Berger und die hipstermäßigen Neuköllner, ja, und hier in Wilmersdorf hingegen und so weiter. Allerdings muss man eben auch sagen, und das wäre die wichtige Ergänzung, dass natürlich die herrschenden Machtverhältnisse und Gefälle ganz grundlegend Stereotype prägen, zwar hinsichtlich ihres Inhalts, hinsichtlich ihrer Robustheit, also wie stabil sind sie und auch in der Art und Weise, wie sie wirken, ja, auch welche Effekte und welche Konsequenzen sie für die Betroffenen zum Beispiel haben. Ja, und das hatten wir ja besprochen, wenn wir unterscheiden zwischen solchen abwertenden Fremdbezeichnungen wie Kanake versus Allmann. Ja, die sind ganz bestimmt nicht gleichwertig zu beurteilen, einfach weil die Machtverhältnisse, aus denen heraus sie produziert und geäußert werden, ganz grundlegend andere sind. Und das ist bestimmt eine Stelle, wo sich Gyumi Zhai und die Texte, die Sie jetzt gelesen haben, sehr gut aneinander anschließen lassen. Die Frage ist nun, wir sind ja hier noch rein in dem psychologischen Bereich, und wie kommt jetzt Sprache hier mit ins Spiel? Welche Rolle spielt eigentlich Sprache bei Stereotypen und Vorurteilen? Ganz grundlegend ist es so, dass Stereotype über Sprache transportiert und tradiert werden können zwischen einzelnen Personen, aber natürlich auch zwischen Generationen. Und so können Stereotype auch weiter verfestigt werden. Ja, sonst wären es eben einfach rein innerpsychische individuelle Dinge, aber indem wir sie sprachlich äußern, werden sie sozusagen objektiviert und auch tradierbar. Können dann auch in der Sozialisation weitergegeben werden, und wir selber erwerben Stereotype auch und gerade durch sprachliche Formulierungen, die wir immer wieder hören, sowas wie die rassigen Spanier zum Beispiel. Ja. Denken Sie sich aus, Sie kennen so viele Nationalstereotype insbesondere. Ja. Ein weiterer Punkt sind die, dass es jede Menge abwertende Gruppenbezeichnungen gibt. Die werden in der Linguistik auch Ethnofaulismen genannt, vor allem in der englischsprachigen Linguistik. Und diese abwertenden Gruppenbezeichnungen sind eben ein ganz maßgeblicher Umschlagplatz von diesen Stereotypen und von diesen Vorurteilen und zeigen auch, wie sie wirken, ja, welche Funktionen sie haben. Sie schreiben Personen als typische Vertreter ihrer minderwertigen Gruppe fest. Denken Sie an Festschreibung. Genau diese Funktion von diskriminierenden Sprechakten nach Graumann Wintermantel, das taucht auch bei Buhis Maas wieder auf, und auch Gyumi Zhai hat ja darauf Bezug genommen. Also sobald wir überhaupt von Kanaken zum Beispiel sprechen, werden die einzelnen Personen, die den damit umrissenen Gruppen angehören, eben nicht mehr als Individuen wahrgenommen, sondern als Vertreter ihrer Gruppe. Und als solche werden diese Personen und die ganze Gruppe auch abgewertet. Hate Speech, also im Text ist
von harmful speech die Rede, aber gemeint ist genau das, was heutzutage eher Hate Speech genannt wird, also die gruppenbezogene Abwertung. Das hat gerade auch für die eigene Gruppe eine bestimmte Funktion, wie Bois Maas schreiben, to bolster their own group and to differentiate themselves from disparaged outgroups. Ja, also wir können unsere eigene Gruppenzugehörigkeit verstärken, indem wir uns von den anderen gering geschätzten Gruppen abgrenzen. Und schließlich noch das hier, Sprache bedingt natürlich auch die Sichtbarkeit bzw. Unsichtbarkeit von sozialen Gruppen. Klassisches Beispiel ist generische Maskulinum, aber auch andere Fälle können wir uns vorstellen, dass einzelne Gruppen als solche gar nicht in den Blick geraten, einfach weil es keine Bezeichnungen dafür gibt oder weil sie in anderen Bezeichnungen, in übergeneralisierenden Bezeichnungen aufgehen, ja, oder darin verschwinden. Das sind also Möglichkeiten, wie Sprache wirken kann, welchen Beitrag Sprache leistet dazu, dass Stereotype wirken und sich weiter tradieren. In der Sozialpsychologie des Vorurteils, um dazu nochmal zurückzukommen, das ist die Perspektive, die vor allem Zick et al. Vertreten, kann man es ganz allgemein mal so fassen, was eigentlich Vorurteile leisten. Sie etablieren Ungleichheit, so schreiben Zick et al., indem sie die Abwertung und Minderwertigkeit von Gruppen und deren Mitgliedern legitimieren und erklären. Das heißt, Vorurteile markieren und etablieren Differenz durch Zuordnung ungleicher Werte. So wird hier formuliert. Zick et al. Sind ja Sozialpsychologen, ja, die haben wenig methodisches Gespür für Sprache, wobei es natürlich sehr gut anschlussfähig ist. Und gerade solche Zuordnung ungleicher Werte und Legitimierungen und Erklärungen sind ja alles Dinge, die sich gerade auch sprachlich vollziehen können. Und wir werden in ihren Gruppenarbeiten auch noch konkrete Beispiele dafür sehen. Aber ein anderes Beispiel möchte ich nennen, was auch in der Forschung diskutiert wird. Sie kennen alle die Redeweise von sozialen Brennpunkten. Ich kenne mich jetzt in Dresden nicht gut genug aus, aber in Berlin wäre der Wedding so ein klassischer sozialer Brennpunkt, in das Märkische Viertel, da wo Sido herkommt. Das sind also stigmatisierte Stadtviertel, von denen sich die Stadtbevölkerung typischerweise distanziert. Ja? Also wenn sie dann sagen, ich habe jetzt eine neue Wohnung und dann heißt das, wo denn? Ja, im Wedding, dann, oh, hartes Pflaster oder so ähnlich, ja, und was, da ziehst du hin, ne? Also das sind typischerweise Stadtviertel, von denen man sich normalerweise fernhält, und es gibt nun dann auch, man sieht daran, es gibt Vorurteile über diese Stadtviertel, die sich insbesondere über die Bewohnerinnen dieser, also Vorurteile, die sich auf die Bewohnerinnen dieser Stadtviertel erstrecken. Ja, es geht ja weniger um die Gemäuer der Häuser, sondern vor allem um die Leute, die da wohnen. Ja, und genau diese Vorurteile, die legitimieren dann ja auch die systematische Benachteiligung, dass es dann auch gar nicht mehr hinterfragt wird, dass es eben auch okay ist, dass sich das zu sehr separiert, dass sich das separiert. Ja? Also dass dann die Innenstädte, die sollen ja irgendwie schön bleiben, ja, sonst bleiben die Touristen weg, wenn das dann da auch verkommt und so weiter. Und das ist so eine Art Zirkel, ja, so ein Teufelskreis. Wenn was erstmal stigmatisiert ist, dann bekräftigen sich die Vorurteile und die Vorurteile führen dann dazu, dass es weiterhin stigmatisiert bleibt. Ja? Gut. Funktion von Vorurteilen, wir hatten das ja schon ein bisschen angedeutet. Was leisten Vorurteile? Zunächst mal ganz prinzipiell, dass sie eben Dinge vereinfachen, ja, es uns ermöglichen, uns in der Welt zu bewegen, indem wir auf vorgefertigte Muster und Schablonen und Schubladen zurückgreifen, sonst werden wir, wie gesagt, überfordert von der Informationsflut. Aber sie leisten eben noch mehr und dazu hat gerade die sozialpsychologische Forschung sehr viel Theoriearbeit geleistet, empirische Befunde geliefert, die auch für die linguistische Analyse natürlich interessant sein können. Nochmals zur Wiederholung: Vorurteile legitimieren und erklären die Abwertung und die Minderwertigkeit von Gruppen.
und legitimieren somit auch die Diskriminierung. Ja, Menschen werden diskriminiert und das ist auch mehr oder weniger offensichtlich, ja, und wird aber dadurch legitimierbar, auch vor uns selbst legitimierbar, indem wir uns auf Vorurteile stützen, ja, dass wir dann, wir wissen dann ja, wie die insgesamt pauschalerweise so sind. Vorurteile erhalten und stärken das Selbstbewusstsein von Gruppen, ja, und das Selbstbewusstsein, das durch die Gruppenzugehörigkeit bestimmt wird, indem wir uns von anderen abgrenzen, werten wir uns selber auf. Ja? Das heißt, Vorurteile integrieren auch Individuen in Gruppen. Ja? Das ist so dieses Stammtischphänomen, dass allein dadurch, dass man die gleichen Vorurteile pflegt, findet man sich als Gruppe zusammen. Und das gemeinsame Schwelgen in Vorurteilen, das gemeinsame Lästern über andere Gruppen ist ja auch was unglaublich Geselliges, ja, was viele, viele unserer geselligen Zusammenkünfte prägt und bestimmt. Und schließlich liefern Vorurteile auch einfach Erklärungen für in Wirklichkeit überkomplexe Sachverhalte. Ja, Dinge sind komplex. Die Welt ist nicht einfach gestrickt. Wir sind aber eben häufig darauf bedacht, überhaupt Erklärungen zu finden, eben möglichst einfache, und da sind Vorurteile eine gute Möglichkeit. Bei der Corona-Krise können wir das vielleicht gerade ganz gut beobachten, da sind da jetzt, kommt da jetzt so ein anti-asiatischer Rassismus, schlägt da durch, dass Asiaten dafür verantwortlich gemacht werden, dass dieses Virus sich verbreiten konnte, weil sie Fledermäuse essen und so weiter. Ja? Und damit wird dann die Welt erklärt. Das ist bestimmt ein aktuelles Beispiel, wie sowas wirkt. Genau, das als Input für Ihre Gruppenarbeit. Dazu geht Ihnen ein Arbeitsblatt zu. Ich danke Ihnen.